So, hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Mittwoch und das heißt, es gibt einen neuen Pokémon Tactical Guide. Anders als sonst werde ich nicht direkt den Gewinner bekannt geben. Das kann jetzt irgendwo im Video passieren, damit ihr auch schön das Video zu Ende guckt. Folgendes, ich werde heute kein neues Set vorstellen, denn ich werde ein weiteres Ditto verlosen, weil ich hätte gern, dass ihr mir ein paar Vorschläge macht. Heißt, wenn ihr jetzt sagt, Omega, hier Rubin oder so, da kommt ja Mega Tauros, ich würde gern ein Set zu Tauros sehen oder was auch immer, schreibt es mir bitte neben eurem Freundescode. Ich glaube, das mit dem Ditto wird auch gar nicht so schlecht ankommen, da ihr euch letztes Mal auch über ein Ditto gefreut habt. Offenbar sind die doch sehr rar gesät bei euch. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich habe noch mehr als genug davon und da das mit dem anderen Konzept nicht so ganz geklappt hat, mache ich das halt so. Außerdem möchte ich an dieser Stelle jeden von euch auffordern, der sich mit Bildbearbeitung, Videobearbeitung oder sonst was auskennt, bei mir zu melden, denn ich kann jede Hilfe brauchen und ich binde gern meine Zuschauer und Abonnenten mit ein. Also wer Lust hat, Thumbnails zu machen oder Rahmen wie für Pokémon Gelb, einfach bei mir melden. Weiter geht's jetzt mit der Bekanntgabe des Gewinners. So, da wären wir auch schon. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ich mache das jetzt mal so, weil es vielleicht einige unter euch gibt, die vielleicht denken, ich alterniere irgendwie da zwischen den Namen. Ich habe eure Namen hier reingeschrieben. Und jetzt drücke ich einfach mal hier zufällig ermitteln und dann sehen wir auch schon den Sieger der heutigen Verlosung. Peng. Hans Wurst hat gewonnen. Wer auch immer das ist, Hans Wurst, schreib mich an. Dann kriegst du auch dein perfektes Ditto. Für alle, die vielleicht nochmal einen besseren Tipp für mich haben, ich habe jetzt so einen Google-Zufallsgenerator genommen, wenn ihr da ein Programm für mich habt, was vielleicht ein bisschen optisch ansprechender aussieht, wäre ich da sehr glücklich drüber. Ich wünsche euch noch viel Spaß in meinem Kanal, ich hoffe, ihr guckt euch auch noch Pokémon Gelb an, bis zum nächsten Mal.